Wenn es nach den heimischen Touristikern geht, kann der Winter bereits kommen. Denn die Hochsteiermark ist gerüstet für all jene, die auf der Suche nach dem romantischen, urigen und vor allem familienfreundlichen Winterspaß sind. Die erste Schneepartie mit den Kindern muss man in der Hochsteiermark machen. Nicht nur, dass wir eigentlich Familienskigebiete haben. Ich sage immer, es ist wichtig, wenn man mit Kindern unterwegs ist, gefahrlos Skifahren, dass nicht irgendwo zusammengefahren werden. Dass man Übersicht hat, wo fahren die Haserl gerade, die kleinen Zwergerl, oder und vor allem leistbar. Es ist mit einer Familie oft schon recht schwierig, wenn man mit alle ausruckt und man zahlt für eine Tageskarte dementsprechend und man fährt sie ja nicht. Also die kleinen Haserl sind ja nach 2 Stunden auch mal müde. Als spezielles Zuckerl lädt die hochsteirische Skiwelt heuer alle zum großen Familienskifest am 17. Dezember. Alle Angebote sind um die Hälfte. Und sogar, man kann nächtigen um 1 Euro in Mariazell. Oder man kann zum Beispiel auf der Feitsch um 1 Euro Mittag essen. Die Getränke sind oft teilweise gratis. Es gibt ein Kinderski-Opening. Diesen Tag bitte ausnutzen und den Kindern einmal sagen, wie schön ist eigentlich das Schneerutschen und das Skifahren. Weil so fängt es ja an. Ohne und die kleinen Schneehaserl haben wir dann in 10 Jahren keine Skifahrer mehr. Aber nicht nur Skianfänger, sondern auch Skitouren-Neulinge sind in der Hochsteiermark willkommen. Auf der Aflenzer Bürgeralm bietet ein Touren-Ski-Anfängerzentrum Schnupper-Packages samt Ausrüstung. Dabei muss es ja nicht immer Skifahren sein. Die Hochsteiermark punktet vor allem in der Adventszeit mit insgesamt 54 atmosphärischen Adventsmärkten, fern von jeglichem Kitsch. Denn hier stehen noch Brauchtum und Tradition im Vordergrund. Damit es für Einheimische sowie für Touristen so richtig ein Winter à la carte wird, bietet die Hochsteiermark auch nach der Adventszeit Alternativen abseits der Piste. Von Jänner bis März gibt es eigentlich ein Schneeangebot à la carte oder Winterangebot à la carte, wo wochenweise, die was immer wieder stattfinden, Aktionen sind. Zum Beispiel Schaubrennerei oder man kann auch sagen, okay, ich gehe jetzt einmal Marmelade einkochen mit Gesang. Es sind die verschiedensten Angebote und das liegt dann demnächst bei uns in den Tourismusverbänden auf. Wir sind jedenfalls bereit für das Winter Wonderland Hochsteiermark.